Wir sind heute im Olympiapark, wo die Rennen vom Triathlon ausgetragen werden. Das erste Rennen ist bereits vorbei, wo sich das Brandenburgische Sportgymnasium den ersten Platz sichern konnte. In den nächsten Stunden wird hier noch weiter geschwommen, gefahren und gerannt. Wir schauen mal rein. Wer nach durchtrainierten Alleskönnern sucht, für den war der Olympiapark Berlin heute die richtige Anlaufstelle. In jeweils zwei Rennen traten Jungs und Mädchen gegeneinander an, um für ihre Schulen die bestmöglichen Zeiten aufzustellen. Das schaffte heute aber nur, wer mit allen Wassern gewaschen war. Schwimmen, Fahren, Laufen standen für die angetretenen Sportler auf dem Programm. Dann werden die Zeiten addiert pro Schule und geben das Zwischenergebnis für den ersten Tag. Und morgen wird in einem Mannschaftswettkampf dann der Sieger beim Jugendtrainiert für Olympia-Wettbewerb im Wettkampfbereich Triathlon ausgelaufen. Doch gucken wir uns das mal genauer an. Nach dem Startschuss liegen vor den Sportlern die ersten 200 Meter natürlich durchs Kühle nass. Ist das geschafft, geht es schleunigst in Richtung Zwischenzone zu Helm und Fahrrad. Denn nun müssen die Jungs und Mädels 3000 Meter auf zwei Rädern hinter sich bringen. Um ihnen dann auch noch die letzten Kraftreserven abzuverlangen, geht es zum Abschluss noch auf die 1000 Meter Laufstrecke. Und wer hier gut performte, hatte die Chance, auf der Liste von Talentscout Steffen Justus zu landen. Ich bin jetzt da, um mir einfach mal anzuschauen, was wir denn so zumindest an den Schulen, auch an Triathleten haben oder Talenten, die gerne Triathlon machen und hier schon mal reinschnuppern. Und ich hoffe, dass also ein, zwei gute Jungs und Mädels dabei sind. Dass hier mehr als nur ein, zwei starke Talente dabei sind, war selbst dem ungeschulten Auge nach dem ersten Rennen klar. Eines von ihnen ist Helen Schäffold. Sie erreichte dieses Jahr mit ihrer Schule den dritten Platz bei der Triathlon-Schul-WM in Brasilien und konnte sich Gold im Einzel sichern. Ob sie heute auch so gut abgeschnitten hat, wusste sie gar nicht so genau. Die anderen haben gesagt, ich bin als Erste ins Ziel gekommen und habe die schnellste Zeit. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht geguckt, aber die anderen waren, glaube ich, auch nicht schlecht. Keineswegs, denn neben Helen Schäffels ersten Platz konnte sich das Kreisgymnasium Riedlingen über einen dritten Platz im Gesamtranking freuen. Silber ging an die Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg, die sich dem Sportgymnasium Brandenburg geschlagen geben musste. Doch wer JTFO kennt, der weiß, dass es bei diesem Turnier um mehr geht als nur die sportliche Leistung. Dass man mit seinen ganzen Freunden da ist, die vielleicht nicht alle den gleichen Sport machen. Dass hier die Mannschaftszusammengehörigkeit mehr zählt als der Einzelsportler. Also ist gut, dass man auch nur seinen Spaß haben kann und nicht immer nur auf Leistung gehen muss. Und am meisten freuen sie sich eigentlich schon auf die Party morgen Abend. Da es halt auch sehr eng alles ist, ist halt immer Spannung da, immer Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, ein großes Plus von Jugendtrainiert für Olympia.